So, ihr Lieben, da bin ich wieder und zwar steht ja die Auslosung für das 500 Abonnenten-Spezial an. Ich habe jetzt die ganzen Namen hier alle notiert und es waren echt extrem viele, wo mitgemacht haben. Das ist mir jetzt gerade beim Aufschreiben echt nochmal richtig bewusst geworden und daher nochmal vielen, vielen Dank an euch alle. Und ja, ich werde jetzt einfach da random dreimal ziehen. Es gibt ja drei Preise und ja, dann alles Weitere sage ich euch danach, wie das dann weiter vorangeht. Ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten Platz an und ziehen dann Platz 2 und 3. Und ich drehe das jetzt nochmal ein bisschen. So. So, und dann ziehe ich einfach mal den ersten Platz. So, nehme eins von da unten. So, und das ist Mrs. Ceylon 2010. Ja, herzlichen Glückwunsch, meine Liebe. Du hast den ersten Platz gewonnen. Und dann ziehen wir noch Platz 2 und 3. Und wen haben wir da? Susannes Bastelwelt. Nummer 1, also Platz 1 und dann 2 und 3. Und dann brauchen wir noch einen. Nehmen wir jetzt einfach das hier. Und das ist die Aisha Kelassi. Oh Gott. Kelassi. Aisha Kelassi würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich hoffe mal, dass man das so ausspricht. Ja. Alle anderen tut mir natürlich leid, dass ihr jetzt nicht gewonnen habt, aber ja. Es wird bei entsprechenden Abozahlen bestimmt wieder Verlosung geben. Vielleicht klappt es ja dann bei euch. Das sind jetzt unsere drei Gewinner. Platz 1, Platz 2 und 3. Ihr drei, schreibt mir bitte eure Adresse. Also entweder ihr könnt das über eine private YouTube-Nachricht machen oder aber ihr könnt mich auch über Facebook anschreiben. Instagram ist immer ein bisschen blöd mit den Nachrichten, von dem her, wenn man halt, ja, entweder Instagram, entweder über Facebook oder über YouTube oder alternativ in der Kanalbeschreibung steht meine E-Mail-Adresse drin. Da könnt ihr mich auch anschreiben. Schreibt mir da einfach eure Adresse, damit ich weiß, wo ich das Ganze hinschicken muss. Ja, und dann bekommt ihr die Sachen natürlich. Ich bin jetzt eine Woche im Urlaub ab Sonntag. Das heißt, ich werde das dann erst danach verschicken können. Das heißt aber auch, ihr habt jetzt eine Woche Zeit, mir eure Adresse zu schicken. Sollte irgendeiner aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht reagieren, werde ich den Preis nach dieser Woche, also nach meinem Urlaub, neu verlosen. Ich denke mal, das ist für alle fair, weil eine Woche ist, denke ich mal, lang genug, um sich zu melden. Und wenn man den Channel regelmäßig guckt, wird man das Video auf jeden Fall auch sehen. Und dementsprechend, ja, also ihr habt bis nach meinem Urlaub Zeit. Und ja, also ich bin dann am Ostersonntag, bin ich doch, naja, Ostersonntag und Ostermontag bin ich wieder zurück. Und soll ich dann mir noch irgendeine Adresse fehlen, wird der entsprechende Preis neu verlost. Und ansonsten kriegt ihr drei dann Post von mir. Ja, ihr Lieben, das war's dann. Und dann würde ich euch sagen, ein schönes Wochenende wünsche ich euch. Tschüss.